herzlich willkommen zum Ariana Grande Warm-Up. Wir haben hier mehrere Übungen heute am Start. Ariana Grande benutzt ja ganz viel Mixed Voice, Whistle Notes, Kopfstimme und Riffs und Runs. Und heute gibt es ein paar von diesen Übungen, die du zu Hause machen kannst. Keine Ahnung, warum ich jetzt so oft meine Arme fast wie beim Schwimmen bewegt habe. Aber ja, wenn es sonst nichts gibt, ne, dann... Egal! Bevor es aber losgeht, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr hier jetzt nochmal reinschaut. Jetzt neu bei uns, Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevyvocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99 €. Wie singst du mit Power? Was ist Mixed Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevyvocalstudio.com. Und eine Übung für Mixed Voice. Dazu gibt es auch ein Video und auch ein Erklärvideo mit Übung hier auf dem Kanal. Da schaut ihr am besten auch auf den Link rein. Und die geht folgendermaßen. Nee, 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 nee. Und dafür braucht ihr noch nicht mal ein Klavier. Könnt ihr, müsst ihr nicht. Und wir gehen mal ein bisschen höher. Nee, 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 nee. Und wichtig ist hier wieder mein Lieblings-Nee, nee, nee. Dass wir ein gutes Placement haben, dass der Sound hier vorne ist. Wir haben dieses schöne Nasale, aber nicht zu sehr und nicht zu viel. Wir wollen auch nicht nasal durchsingen, sondern wir haben, das ist wie so ein Teppich, der sich auf den Vokal, auf den Ton rüberlegt. Nee, 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 nee. Und ich möchte auch nicht, dass du dich hier überanstrengst. Und ich will auch nicht, dass du jetzt deine Zwerchfell und Bauchmuskeln benutzt, um diesen Ton rauszupressen. Kehlkopf in neutraler Position haben und nicht... Nee, 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 nee. Boah, das war... Da habe ich jetzt auch gerade selber zu viel Gas gegeben. Das macht es bitte nicht. Also, ne, selbst im Beispiel hat es mir schon arg wehgetan. Wir machen es nochmal. Ihr könnt auch sonst... Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Und jetzt ohne mich. Ganz entspannt, bitte. Nee, 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 nee. Richtig. Ein noch. Nein, 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 nein. Und wir machen jetzt mal was für die Whistle Notes und es ist immer ganz gut, wenn man so sich ein bisschen aufwärmt und zwar vorher mit der Kopfstimme Flageolet dann Richtung Whistle geht. Und das machen wir mal mit dieser Übung. So, ich spiele das Ganze jetzt mal für euch weiter bis zum fast bis zum Ende des Klaviers, damit ihr so langsam rankommt an das I. Wichtig ist, wenn ihr den Ton anseht, es kann sein, dass ihr 1 bis 5 Anläufe braucht, bis die Stimmbänder sich schließen. Weil manchmal schließen sich die Stimmbänder nicht richtig, dann entsteht kein Kontakt, dann kann kein Ton erzeugt werden. Manchmal ist auch zu viel Luft dazwischen und dann schließen sie sich auch nicht, produzieren auch nicht einen Ton. Also habt ein bisschen Geduld. Das ist jetzt nicht so, ne, wie ja, so eine Zauberbox oder so. Wir machen das I. Und ich öffne auch, je höher ich gehe, desto mehr öffne ich auch den Mund, kreiere auch Raum zwischen dem Gaumensegel und zwischen der Zunge, dass ich also auch hier Freiraum habe. Freiraum ist hier jetzt ganz wichtig. So. Mach mal
bis hierhin. Wir starten also mal mit einem Run, mit einem Riff and Run. Und Ariana Grande ist ja unsere Riff and Run Queen. Und daher fangen wir einmal an mit diesem Run. Und wir starten auch ein bisschen höher. Auf Kopfstimme. You. Das wird jetzt unser Run. You, you. Das machen wir mal einmal auf You. Dann versucht jetzt nicht ganz so sehr wie Ariana Grande immer das Kinn zu benutzen. Die benutzt ja immer sehr, sehr viel Kinn, sehr viel Kiefer. Ich mache das jetzt mal einmal langsam vor. You, you. Singen festgestellt, es ist nicht ganz so langsam. Wir machen es mal einmal langsam vor. Jetzt mal ohne mich und wir starten hier. Video mit einer Übung. Dort erkläre ich, was ist ein Riff, was ist ein Run und wie kann man den singen. Schaut doch mal da jetzt oben in den Link hier oder oben, also einen von diesen beiden Links, da könnt ihr direkt draufklicken auf wie singe ich Riffs und Runs. Weiter geht's. Zur Whistle mache ich nochmal ein extra Video, weil ich glaube, in so einem Video geht das ganz schnell verloren. Und ich würde mal ein extra Video machen, wie man Whistle Note singt oder wie man so ein bisschen herankommt. Nicht jeder kann es. Also meine Whistle klingt wirklich, als ob da gerade eine Katze gestorben ist. Manche können es anatomisch auch überhaupt nicht mehr. Gerade auch Männer, für die ist es nochmal ganz schwierig. Also nicht jeder kann eine Whistle und meistens dauert es auch im Schnitt. Man braucht einfach Zeit pro Register. Mein Lieblingsprofessor sagt immer, 2 Jahre pro Register, was natürlich eine echt demotivierende Zahl ist, aber ja, deswegen hab ein bisschen Geduld mit dir. Das Wichtige ist, dass du es regelmäßig machst und wir machen bestimmt auch nochmal ein Video zur extra Whistle Voice und wie man so ein bisschen sich rantasten kann und was es für Übungen gibt und was da eigentlich überhaupt passiert. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Singen von Ariana Grande Songs und jetzt hast du dich auf jeden Fall so ein bisschen eingewärmt und ja, Daumen hoch, Abonnement und schaut doch mal jetzt die anderen Videos. Wir haben auch ein Billie Eilish Vocal Warm-Up und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Jetzt neu bei uns, Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevyvocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99 €. Wie singst du mit Power? Was ist Mix Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevyvocalstudio.com.